Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Dragos News Folge 3 wäre das. Ja, ich spiele wieder Sacred 2, das geht endlich mal richtig flüssig. Oh, dank dem neuen PC und ich habe hier den Enchanted Space Mod noch installiert. Da habe ich endlich ein größeres Haustier. Ja, und ich werde dieses Game Let's Playen. Neben Path of Exile ein zweites Action-Rollenspiel, weil ich ja eben so ein bisschen ein Action-Rollenspiel-Fan bin und je nachdem, wie es gut ankommt, mache ich natürlich mehr oder weniger Parts. Aber weil Path of Exile gerade ein neues Add-on bekommt, werde ich wahrscheinlich am Anfang noch ein bisschen mehr Path of Exile bringen, aber ja, mal schauen. Nun gut, ja, es stürzt nicht ab, es läuft total flüssig. Endlich kann ich mal Sacred 2 Eisenblut richtig gut spielen. Und ja. Woom. Das freut mich riesig. So, als zweites, ja, ich bin momentan sehr am Sport machen, betreiben und so. Es kann dann also sein, dass ich manchmal paar wenige Videos pro Tag hochlade, aber ja, dafür werden sie besser sein. Ich habe nämlich schon recht gute Erholung und ja, es geht mir viel besser. Ich bin öffentlicher, ich bin freudiger beim Aufnehmen und alles Mögliche, aber leider dafür die Zeit, sie ist halt nicht so gut. Aber ja, ihr könnt natürlich eben bestimmen, was für Videos kommen, indem ihr einfach schreibt, euch gefallen die Projekte oder ihr möchtet gerne mehr sehen und so weiter. Es ist euch völlig frei auf meinem Kanal, euch so ein bisschen zu bestimmen, also wie es bei mir weitergeht und so. Ich nehme es natürlich auch an, außer es ist halt eben ein Scheißvorschlag. Ja, nein, das gibt es eigentlich bei mir gar nicht. Wenn euch ein Projekt gefällt, zeigt es, indem ihr liked oder indem ihr einfach Kommentare schreibt, die ja ein bisschen positiv sind. So, dann habe ich ein Problem mit Medieval 2 Conquer the World. Ich kann leider nicht mehr das Game starten, der Mod, weil Medieval 2 denkt, ich hätte ein Betriebssystem unter Windows XP. Und ich bräuchte Windows XP. Ja, was habe ich denn? Windows 8.1? Das ist doch irgendwie... Ja, das ist weit unten oder so. Ich weiß es nicht. Also bis ich den überlistet habe, ich kann nicht einfach Kompatibilitätsmodus einschalten, weil das bei einer BAT-Datei nicht geht. Da muss ich noch schauen. Ich werde es wahrscheinlich irgendwo in einem Forum mal schreiben. Vielleicht kann mir jemand helfen, der sich auskennt damit. Ja, bis dann leider kein Medieval 2 Let's Play, aber ich werde vielleicht Rom 2 oder Attila kaufen oder so und dann mal ein Let's Play von einem Mod machen, wenn es überhaupt Mod gibt oder sonst irgendwas. Also Vorschläge bitte unten in den Kommentar. Dann wird langsam Regnum, Champions of Regnum langsam ein bisschen langweilig alleine. Leider hat Floster überhaupt keinen Bock mehr und ich habe leider auch bald keinen Bock mehr, weil halt alles nur noch ums Grinden geht und die RVR-Schlachten in weite Entfernung kommen, weil ich gar nicht so viel spielen kann, damit ich hoch werde. Und dafür brauche ich einfach ein paar bisschen Hilfe. Aber ja, ich trainiere jeden Tag und es gibt ganz viel Lärm. Ich weiß, FC Basel ist Schweizer Meister. Dankeschön, Schwester. also weiter. Dann habe ich noch ein paar Infos über den Server, über Groupcraft. Da geht es momentan wieder recht gut. Es gab so eine stille Phase, da haben einfach die kleinen, ja, ich sage jetzt nicht Kinder, ich sage Jugendliche, ja, ein bisschen Demotivation gehabt und haben dadurch ein bisschen seich gemacht. Aber nun gut, wir sind nicht böse auf euch. Es ist klar, Minecraft lockt halt nicht unbedingt Erwachsene an. Aber wirklich toll, dass zum Beispiel 19Gamer97 oder Kubilation oder wie er heißt, sehr viel machen auf dem Server. Dankeschön dafür.
Und ja, mich freut es riesig, dass der Server so gut läuft. Und die R3-Welt ist bald da, wird bald eröffnet. Da müssen wir noch ein bisschen an den Plugins machen, aber wird bald soweit sein. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss Leute, bis zum nächsten Dragos News. Bye.